Leute, herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir stehen hier vor dem Grab von König. Wie ist er? Olaf. Und das werden wir heute mal besichtigen. Und diesen verlorenen Vers, Psalm, keine Ahnung was. Sollen wir uns da jetzt hinaus? Hinaus, doofes Wort. Egal, das besorgen wir uns und dann. Oh, was sollten wir so machen? Die Aufnahme wird heute nicht so lang werden. Oh, wie lange da? Bist du nett? Bist du böse? Du bist weg. Na gut. Oh, eine Rubindrachenklaue. Alter. Ach, Lydia, geh doch aus dem Weg. Gibt er auch? Nee. Tschüss. Weg mit dir. Noch einer? Gut. Ja, eine Falle. Und einen Zaubertrank. Nehmen wir natürlich alles mit. Hier ist eine Tür. Einen Zaubertrank, das Schwert kann da bleiben. Da geht es erstmal noch nicht weiter. So, noch schnell die Trauks looten. Notfall. Okay. Hier gibt es hier nicht leider. Noch nicht. Wir werden schon noch was ganz Tolles finden. Da bin ich mir fast sicher. Naja, dann verfolgen wir mal den Geist. Hier war er bestimmt gerade. Ah, war klar, dass sie das auch nochmal auslöst. Okay, der Geist ging hier lang. Seelenstein, Seelenstein. Muss ich auch noch auf den Boden achten, was ein bisschen mies ist, da die Sonne hier gerade so auf den Monitor knallt. Ist das alles ein bisschen blendet. Da ist er wieder. Ich wünsche mir schwere Atmen. Nur wohl links oder rechts? Ah, rechts ist tot. Oh oh. Ach, na toll. Das kommt eindeutig von dahinter. Hier, der Marker zeigt sie auch an. Die Tür irgendwo auf. Ich könnte nochmal eine Kette ziehen, aber ich glaube, bringt uns nicht weiter. Schauen wir erstmal hier weiter. Ah, hier ist eine Kette. Aha. Okay.
das ist hier ein ziemliches Labyrinth. Überall liegen hier Leichen rum. Na hier. Schlägt das Buch auch. Das war knapp. Ach, Lydia. Oh. Das hat sie so leicht erwischt, ne? Der Hörschuld, Zaubertrank der Magika, Goldbeutel und Seelenstein. Spiel des Falschens. Nehmen wir mit, lesen wir irgendwann mal. Okay. War hier noch was? Nein, 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 nein. Na dann. Löst sie die gleiche Falle nochmal aus. Das ist die doof. Naja. Naja. Diesmal ging es ja gut. Okay, hier ist jetzt. Ja, das schon, ne? Vielleicht auch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Noch eine Falle. Sei froh, dass es nicht mehr ist. Nee, schon alles ausgelöst. Riesen Ekelspinnen. Hey. Weg mit euch. Bin immer noch da. Mistspinnen. Naja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, wir haben. Ich habe eine neue Mod jetzt drauf. Und zwar eine Walking Lantern Mod. Die hat der Walking Meat empfohlen. Leider habe ich gar keine Laternen dabei. Wollen wir mal einen finden? Gucken wir uns das mal an. Hier gibt es noch Gold. Da ist so ein Ding, eine Kette. Oh, da springe ich erstmal nicht runter. Gold, Lederstreifen nehmen wir auch mit. Haben wir hier nix. Riesenstiefel. Nichts Spannendes. Und hier kommen wir wohl nicht weiter. Nee. Na gut. Jetzt speichern und hinein ins kühle Nass. Okay. Ihr geht vor, ich folge. Ja, dann komm. Da ist der Geist wieder. Da oben läuft noch einer. So, noch wer? Oh, wo kommst du denn her? Steht auf einmal neben mir. Naja. Kamen wir hier aus diesem Grab. Und heute haben wir es ja nur. Hatte ja nicht zu ordnen, wo er herkam. Egal, ging ja gut. So, der Ruhelose hier. Ist hier noch was? Nein, nein, auch nicht. Nach oben? Muss das denn sein? Autsch, autsch. Okay, wieso macht die Falle bei uns so viel mehr Schaden als. Quatsch, so viel weniger Schaden als bei Lydia? Sehr, sehr merkwürdig. Okay, jetzt sind wir hier.
Ach, da kommt man nicht hin. Okay. Na gut, den looten wir jetzt nicht. Ist ja egal. Gold, Granatring und ein Trank. Dankeschön. Da ist der Geist wieder. Er geht nach rechts. Aber mich auch interessiert auch, was da hinter der Tür ist. Deswegen kannst du ja schön nach rechts gehen. Ich gehe durch die Tür. Jetzt erstmal. Oh. Okay, ich gehe nicht durch die Tür. Schade. Oh, der hört dann wieder Drauks atmen. Da ist er. Oh, das ist einer von den Besseren. Verdammt. Oh, wir haben den. Na gut, das ist jetzt ungünstig. Wir sind jetzt auf ihn. Gut, dass er mit Lydia beschäftigt ist. Na gut, was heißt beschäftigt, ne? Macht nicht so viel. Eigentlich wollte ich ihn wegschreien, aber irgendwie. Naja. Hat ja noch funktioniert. Okay, Begräbnisurne, Gold. Da sind Seelensteine. Hier ist wieder eine Falle. Wie, du hast die Falle nicht ausgelöst? Was ist mit dir los? Dank der geringen Ausdauer. Stahl, zwei Hände der Himmelsschmiede. Wieso schwebt er so? Naja. Der wirkt eher uninteressant. Experte. Nein. So. Ah, passt. Sehr gut. Okay. Eine Truhe, eine Meistertruhe. Ganz toll, ne? Och, komm. Gut, dass wir noch so ein paar Dietriche haben. Jetzt ist mir verarschen, ne? Oh, geschafft. Sehr gut. Jetzt haben wir hier 237 Gold. Zwergen durch versengende Netze. Eisenschwert kann drin bleiben. Danke, danke. Level Up haben wir auch bekommen. Das machen wir noch später. Huch. Was nicht? Böser Finger. Oh, das ist eh eine Falle hier. Na dann. So. Du warst mir eine große Hilfe, Lydia. Naja, kann sie ja nichts tun. Gut, dass wir hier die beiden schon weggehauen haben. Gold, Gold, ein Pfeil. Ah, hier ist eine Falle dran. So. Und sag mal her: Gold und Rolle des Chaos.
Gold und einen Heiltrank. Und das ist noch der Schnaufer. Ah, wieder ein Ruheloser. Naja. Wenn die versteckt angreift, dann ist das ja alles kein Problem. Und hier geht's gleich runter. Aber zunächst gucken wir noch ein bisschen weiter. Weil hier scheint nichts zu sein. Und hier sieht es auch ein bisschen lahm aus. Okay, wir gehen runter. Da sind schon wieder Spinnenweben. Naja, mal hier. Griff. Ei. Lesen, König Olafs Vers. Schauen wir mal rein. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende sind Lügen, meisterisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein irgendwas. Ah ne, da ein Jahrhundertschwindel. Das sind gestrichene Zahlen. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Vom Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand. Himmelsrand treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. So endet die Mär vom Lügner. Und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuerfußbrust. Ah ja. Geht so, ne? Wir haben sie aber ganz schön versteckt. Okay. Wieder aus dem Weg. Wir haben ja noch die Drachenklaue. Aber wo? Huch. Ich bin ein Held. Schauen wir doch mal auf die Karte. Hier sind wir durch. Hier waren wir noch nicht. Ach, da war ja auch die Barriere. Ja, war es das? Mal gucken. Vielleicht ist der jetzt fort. Oh, nee. Ja, schon wieder. Oh, vielen Dank. Danke. Okay. Dann schauen wir uns mal die Drachenklaue an. Wo haben wir sie denn? Da. Das ist gerade echt schwer zu erkennen, sondern nicht. Das könnte Wolf sein. Dann so ein Adler wie ein Wolf. Wir probieren es. So vielleicht. Ah. Glück gehabt. Trotz schlechter Lichtverhältnisse noch erkannt. Ist sie langweilig? Sieh mal ein bisschen zusammen. Ist doch mega spannend, was uns jetzt hier wohl erwartet. Schlüdia. Oh, er ist schon wieder. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Da sagst du was. Leben die alle? Ah, daneben. Ich muss dich treffen. Hm, teilweise leben sie. Na, dann knall ich mal auf alle, die irgendwie lebendig aussehen. Er noch. Okay. Er. Neo. Bands. Bleib sitzen, Junge. Okay, daneben ihn sieht auch so aus.
Und du auch schön sitzen bleiben. So, haben wir hier noch welche? Ja, da schon, ne? Oh, ne. Hm. Der war zu hoch. Nochmal. Na gut. War er hier noch. Und ein letzten auf den da. Okay. Ola, es ist Zeit. Ich hab deinen übersehen. Wollen wir sehen? Man hilft damit. Haben wir Olaf schon aus der Saison gehauen? Oh, der hält ganz schön was aus. Na, ich mich aber nicht. Na, sag das nicht. Es ist vorbei. Danke, Kollege. Komm. Das Geschrei hier endlich mal aufhört. Wort der Macht gelernt. Raserei, Wirbelsprint. Wirbelwindsprint, sorry. Oh, er ist verschwunden. Dann zeig mal her. Ein Pfeil, ein Ebenerdschwert. Ui, Gold, Knochenmehl. Schüssel zu König Olaf Schatzkammer. Lydia? Ich bin direkt hinter euch. Wie kann ich euch dienen, Tane? Du kriegst jetzt ein paar Sachen. Und zwar das Ding. Oh, sie nimmt es auch sofort. Das ist schön. Zwergenbogen 24. Pfeilbogen 24. Das ist der hier viel leichter. Naja, egal. Hier, nimm noch mal ein bisschen. Kannst du nehmen. Wo haben wir so viel dabei? Oh, sie kann selber nicht mehr so viel tragen. Naja. Dann mal los. Aber sie hat sich das Schwert genommen. Sehr schön. Okay, was liegt denn jetzt auf dem Tisch rum? Kleiner Seelenstein, starker Heiltrank. Und dann mal euch noch looten. Wahlstultenstiefel. Aha. Na, gib's her. Zaubertrank, Frostresistenz. Ein Amethyst. Kupferdiadem mit Onyx. Nicht schlecht. Machen wir erstmal hier einen oberen Ring. Makelloser Granatstein. Gold. Gold. Beide Gold und Knochenmehl, danke. Gold, Knochenmehl. Nur Gold. Gepär, Gepär, Nordfall, Amulett von Stender. Schön. So, und er noch. Okay. Und dann noch hier kurz die vier, die hier waren. Silberhalskette. Oh. Murks mitgenommen, egal. So. Hier geht's nicht weiter, ne? Was ist das? Sieht aus wie ein Goldbeutel. Ich kann ihn nicht nehmen. Naja.
So, auf zur Schatzkammer. Eisenstreitaxt. Keine Falle dran. 32 Gold, Elfenrüstung. Ui. Rolle des Schreckenzombies, winziger Sehnenstein und ein Zwergendolch. Nehmen wir noch alles mit. Genau wie den. Okay, Bekleidung. Wir haben gerade eine Schuppenpanzerrüstung an. Rüstung 43. Und die Elfenrüstung, Rüstung 38. Also. Dann flott wieder zurück. Und dann gehen wir mal schnell den ganzen Kram verkaufen. Eisenschwert. Ah, hier waren wir schon. Okay, wir sind wieder am Eingang. Ja, und dann war es das auch schon für diese Aufnahme. Sollte nur eine ganz kurze Aufnahme werden. Und jetzt am Wochenende werde ich wieder ein bisschen mehr aufnehmen. So, schnell nach Eisamkeit. Weltkarte. Na, nein, was mache ich denn? Das ist ein bisschen nervt, dass in jedem Spiel diese Minimap anders funktioniert. So, jetzt nochmal richtig. Den markierten Ort möchte ich wieder entfernen, bitte. Entfernen, danke. Ah, wo war das hier? Gut, Einsamkeit ist hier. War mir fast richtig. Jetzt ist es dummerweise noch Nacht. Warten wir mal so bis 9. Sollten die Läden eigentlich aufhaben, oder? Na gut, hier machen die Läden auch erst so gegen 10 teilweise auf. Okay, da können wir nichts verkaufen. Was warst du? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung. Los, Schmied, wo bist du? Da. Anscheinend haben... Werft einen Blick drauf. Nee. Du wirfst einen Blick auf meins. So, wir haben eine Spitzhacke behalten. Wir... Der Zwergenbogen ist so gut wie der Feimerbogen. Der Feimerbogen sieht stylischer aus. Gefällt das mit den grünen Dingern da dran? Also weg damit. Den Zwergen durch behalten wir auch. Okay, Bekleidung. Na, die Elfenrüstung ist halt mal viel besser. Der ganze Mox kann weg. Das ist weg, 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 weg. Und hier kaufst du nichts. Also hier verkaufst du nichts. Ich gebe euch Deckung. Ah ja, mach mal gleich. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Das ist gut, dann gib mir doch mal das wieder, weil du jetzt das hier benutzt. Den hat sie ausgerüstet, oder? Nehme ich immer weg. Hm. Ich bin falsch. Ihre Bekleidung, so. Gib den her. Rüstmaske, die behältst du noch, aber das gibt man her. Ach, sie trägt unsere Drachenknochen, deswegen ist sie voll. Okay. Wollten die Mantelskette mal nicht was Besseres für sie? Ja, die könnte es eigentlich mehr nehmen. Und sie zieht es auch an, sehr gut. Haben wir noch einen guten Ring? Goldener, goldener. Nein. Na gut, dann zeig mal her. Das nehmen wir. Die nehmen wir auch erstmal. Geht ihr voran? Wanderer wie. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, das ist gut. Okay, das Schwert hier kannst du haben.
Was heißt dieses Ding da am Nordbogen? Weiß ich nicht mehr. Komm, weg damit. Zwergen, blablabla, behalten wir. Das kann weg. Oh, er ist pleite. Passt auf euch auf. Und tragt immer eure Rüstung. Ja, ja. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. Sollen sie gar nicht. Okay, ich hoffe, hier können wir den ganzen Abend... Hättet ihr vielleicht... Nein, haben wir nicht. Wir sind geizig. Hier können wir vielleicht den ganzen anderen Kram verkaufen. Wir bieten Kleidung für die... Kleider und Gewänder für Kunden mit Anspruch. Na schön. Dann kauf mal das Ding. Ja, eigentlich kann das hier alles weg, aber sie hat fast kein Geld mehr. 51. Danke, dass ihr hier einkauft. Ja, ja. Ach, Stiefelhosen, Abendroben, im Grunde Kleidung für jede Gelegenheit. Und du kaufst jetzt? Wieso hast du denn 6? Endlich. Dann halt nicht. Beeilt. Ja, ja, stresst mich doch alle nicht so. Ich habe mich lange hier in Einsamkeit versteckt. Okay, wir sind hier leider nicht alles losgeworden. Das heißt, wir gehen in eine Stadt, wo wir alles loswerden. Und die ist hier in Weißlauf. Das ist mal auch unser Haus steht. Und da können wir noch die ganzen ja, anderen Sachen, die wir nicht verkaufen wollen, mal abladen. Drachenknochen und so. Ich will ihn durchsuchen. Er reagiert nicht. Na gut. Ich habe hier einige gute... Werft einen Blick darauf. Mache ich. Nicht. Du kaufst mir noch das da und das da. So, noch ganz schnell in die Stadt. Wozu die Eile? Weil hier alle zumacht. Deswegen. Wenn Billy Tor zu hat, dann kann ich den ganzen Scheiß nicht verkaufen. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Sehe ich auch so. Okay, Bekleidung. Du kannst nochmal hier einen anderen Kram kaufen. Oh, Tränke kauft er auch, das ist schön. Und den ganzen Murks auch, okay. Hier, den Krug kannst du haben. Behalten wir alles, aber Zaubertränke. Das brauchen wir nicht. Der kann auch weg. Zusätzliche Magika brauchen wir auch nicht. Das muss ich noch einfinden für 12. Naja, einen kann er einfach noch nehmen. So. Bitte kommt wieder. Ja, nicht mehr heute. Kommt doch mal in Bellators Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebraucht. Bestimmt. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh, danke. Lasst mal sehen. Das ist von Falk Feuerbart im Blauen Palast. Ihr habt aber wirklich hochgestellte Freunde. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Vielen Dank. Das schauen wir uns gleich mal zu Hause an. Aber zuerst liefern wir noch den ganzen Armwuchs kurz weg. Zweck, oh, ich hab heute ein Deutsch. Die Deutsch ist nix gut. Amethyst weg. Wie? Ich kann nicht wegpacken. Oh, das ist tot, dann kann ich die auch nicht ausstellen. Und sie wiegt. Du. Ich bin direkt hinter euch. Gib mir. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, ja, gib mir deine Last. Dann mal los. So.
zwar noch Schönes. Packt sich hier was rein? Nein. Brief und Kopfgeld, okay. Zutaten. Ja, nicht neue Stufe. Inventar bitte. So, der Zwergendrich muss noch weg. Die packe ich auch noch weg. Und das Essen muss ich noch wegpacken. Wo habe ich das gelagert? War es hier in dem Fass? Ja, gut. Alles weg, Dankeschön. So, dann haben wir doch alles, oder? Glaube schon. Machen wir uns hier mal gemütlich. Und schauen mal, was wir gerade bekommen haben. Brief von Falk Feuerbart. Klausi, in den zurückliegenden Tagen kamen einige besorgniserregende Informationen ans Licht, welche die Ereignisse in der Wolfschädelhöhle sowie das Beschwörungs- und Bildungsritual, das ihr dort unterbrochen habt, betreffen. Angesichts eurer Beteiligung an den Geschehnissen bitte ich euch, nach Einsamkeit zurückzukehren, um uns erneut zu helfen. Genauere Details bringe ich nur ungern zu Papier. Bitte besucht mich im Blauen Palast. Hochachtungsvoll, Falk Feuerbart. Das klingt doch nach einem Auftrag. Nach einem Auftrag, den wir nächstes Mal machen werden. Zusammen mit dem. Haben wir ja schon was bekommen? Kofferhaus, bla bla bla. Hey. Nee, haben wir nicht, okay. Also, beim nächsten Mal kehren wir in die Badenakademie zurück. Und wenn wir schon da sind, dann reden wir mit dem Falk. Mal schauen, was er uns noch zu sagen hat. Okay, dann schon mal danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen zu Skyrim. Also, macht's gut.